My work, however, will continue. Picasso had his blue period. I have entered my crimson period. Shit! No, don't! Behold my latest creation. No! Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wenn wir einfach mal durch die epischen Hallen der Videospielgeschichte wandern, gibt es Momente, die uns einfach sprachlos zurücklassen. Es sind diese Momente, bei denen unsere Hände schwitzen und unsere Herzen schneller schlagen. Es sind eben diese Spielszenen, bei denen die Grenzen zwischen Realität und Virtuellem zu verschwimmen scheinen. Diese haben viele bis heute geprägt und unser Gamerherz höher schlagen lassen. Ob es das Erscheinen eines unerwarteten Bosses ist, der letzte verzweifelte Sprung zur rettenden Plattform oder ein Plot-Twist, den niemand kommen sah, sie alle fesseln uns vor dem Bildschirm und lassen uns nach mehr verlangen. Deswegen, Freunde, tauchen wir gemeinsam erneut in die unvergesslichsten Szenen ein und erleben erneut die Magie, die uns in ihren Bann gezogen hat. Und damit geht's auch schon los mit die verstörendsten Spielmomente Teil 2. Und zwar nach dem Intro. Aber auch hier natürlich eine ganz klare Spoilerwarnung. Ich werde wieder Sachen zeigen, die eventuell erst im späteren Spielverlauf auftreten oder da erst sichtbar werden. Und deswegen, falls ihr die Spiele vielleicht noch selber spielen wollt, schaut euch das dann eben nicht an, sondern spult weiter vor. Den Anfang macht dabei The Evil Within. The Evil Within ist ein Survival-Horror-Spiel, das von Shinji Mikami entwickelt wurde und dieser ist bekannt für seine verstörenden Gegner und surrealen Umgebungen. Aber unter diesen Gegnern sticht besonders einer heraus, der wegen seiner markanten Erscheinung und seinem bedrohlichen Verhalten im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar The Keeper, im Volksmund oft als Boxhead oder Safehead bezeichnet. In The Evil Within tritt Detective Sebastian Castellanos eine Reihe von grauenhaften Kreaturen gegenüber, die in der schrecklichen Welt von Stem lauern. Stem ist dabei die Maschine, eine Maschine, die den Verstand seiner Nutzer zu einem gemeinsamen Bewusstsein verbindet. Und eine dieser Kreaturen ist eben The Keeper. Auf den ersten Blick erkennt man ihn an dem großen, rostigen Tresor, der seinen Kopf ersetzt, was ihm dabei ein einzigartig und entstelltes und unverkennbares Aussehen verleiht. The Keeper wird im Spiel erstmals in einem alten Krankenhaus vorgestellt. Denn in den Fluren des Krankenhauses kann der Spieler Hinweise auf seine Anwesenheit finden, einschließlich notierter Warnung und der unverkennbaren Geräusche von Metall, die seine Annäherung signalisieren. Aber es ist eben nicht nur sein Erscheinungsbild, das ihn so furchteinflößend macht. Denn The Keeper hat die unheimliche Fähigkeit, immer wieder zu erscheinen, selbst nachdem man glaubt, ihn besiegt zu haben. Denn wenn sein Kopf beschädigt wird, wird er sich einfach einen neuen suchen und nach einer kurzen Zeit wieder auftauchen, was diese Spielszene einfach so extrem makaber macht. Ein weiteres unheimliches Merkmal dieses Gegners ist seine besondere Vorliebe für das Aufstellen von Köpfen in Tresoren, eine makabere Nachahmung seines eigenen Erscheinungsbildes. Denn in dem Abschnitt, wo man gegen ihn kämpft, wird man überall Tresore vorfinden. Oft verwendet er dabei einen riesigen Fleischhammer, um seine Opfer zu zerschmettern. Die Entstehung des Keepers ist tief in die Albträume von Ruvik verwurzelt, dem Hauptprotagonisten des Spiels. Er symbolisiert Ruviks Wunsch, seine Forschung und Geheimnisse um jeden Preis zu schützen. Also ich denke, jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß genau, wovon ich rede. Diese Szene im Spiel ist einfach so extrem, dass sie eben auf jeden Fall einen Platz in diesem Video finden sollte. Natürlich gibt es auch noch ganz andere krasse Szenen in The Evil Within, aber ich denke, diese war auch sehr krass, deswegen habe ich sie erstmal reingenommen. Gehen wir zum nächsten Spiel über. Kratos, I have not forgotten the debt I owe you. Save me now, as you once saved me from Atlas. And I promise to repay you in full. If you wish to repay me,
Tell me where I can find the Flame of Olympus. Und zwar zu God of War 3, einem Spiel, das für seine epischen Kämpfe und brutalen Szenen bekannt ist. Und eine dieser brutalen Szenen ist der Tod von Sonnengott Helios. Denn diese Szene ist auch ein besonders markantes Beispiel für die unerbittliche Natur des Protagonisten Kratos, was dieser eben für eine Brutalität an den Tag legt. Als Teil seiner Rachemission gegen die Götter des Olymps jagt Kratos die Götter nacheinander, um sie für ihre Verratstaten zu bestrafen und seine eigene Unsterblichkeit zu beenden. Helios, der Gott der Sonne, ist einer seiner Ziele auf dieser blutigen Reise. Denn nach einem intensiven Kampf gelingt es Kratos, Helios von seinem flammenden Streitwagen zu stürzen. Der verwundete Gott versucht sich zu verteidigen und bietet sogar an, Kratos zu helfen, wenn er ihn verschont. Doch Kratos, der für seine unerbittliche Natur bekannt ist, lässt sich jedoch nicht beirren. Und dann passiert es auch schon. In einer besonders grausamen Szene ergreift Kratos nämlich den Kopf von Helios und zerrt daran, bis er ihn mit bloßen Händen von dessen Schultern abreißt. Dieser Akt, der Helios enthauptet, lässt den Himmel in Dunkelheit zurück. Der abgetrennte Kopf von Helios dient Kratos nun als Laterne, mit der er dunkle Bereiche erhellen kann. Diese Szene, also der Tod von Helios, ist nicht nur ein Beweis für die Brutalität von Kratos' Charakter, sondern auch für die detaillierte und grafisch beeindruckende Inszenierung, die die Entwickler von Santa Monica Studios im Spiel integriert haben. Denn es ist ein Moment, der die Entschlossenheit von Kratos unterstreicht, sich an den Göttern zu rächen und das eben ohne Rücksicht auf Verluste oder die Konsequenz seiner Taten. Also wer God of War 3 noch nicht gespielt hat, sollte sich das vielleicht mal angucken, denn manche Szenen, die da gezeigt werden, sind wirklich extrem. Auch wenn das Spiel schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und damit machen wir weiter mit der nächsten Spielszene. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and, oh, movies. And it'll give us a chance to talk. Und zwar stammt sie aus dem Spiel Outlast. Denn in dem atmosphärischen Horrorspiel Outlast gibt es eine Szene, die vielen Spielern besonders im Gedächtnis geblieben ist und die zeigt, wie weit das Spiel in Sachen Horror und Grausamkeit geht. Denn mitten im Spiel, nachdem der Journalist Miles bereits viele Schrecken der Mount Massive Irrenanstalt erlebt hat, wird er von einem verrückten Arzt namens Dr. Richard Traeger gefangen genommen. Dieser selbsternannte Chirurg zeigt nicht nur ein groteskes Interesse an Miles, sondern hat auch noch vor, ich sag mal, einige Eingriffe an ihm durchzuführen. Denn nach einem kurzen unheimlichen Gespräch, bei dem der Doktor über seine Ansichten von Geldsparen in der Medizin spricht, fixiert er Miles Hände an einem Rollwagen. Dann greift er sich eine riesige rostige Schere und fängt an, unserem Spieler die Finger abzuschneiden. Und den ganzen Prozess erlebt der Spieler eben aus der ersten Personenansicht. Das bedeutet, der schreckliche Schmerz, das Blut, die Schreie, all das wird sehr intensiv dargestellt und man kann als Spieler fast den Schmerz spüren. Dabei ist das Abschneiden der Finger nicht nur ein brutaler physischer Akt, sondern dient auch dazu, dem Spieler ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Verwundbarkeit zu vermitteln. Ich meine, im gesamten Spielverlauf gibt es viele Momente des Schreckens. Aber diese Szene ist ein Höhepunkt des Grauens, die zeigt, wie wehrlos Miles und damit der Spieler gegenüber der Monstrositäten der Anstalt ist. Also Freunde, The Outlast auf jeden Fall mal einen Blick wert. Wer auf Horrorelemente in Spielen steht, schaut euch auf jeden Fall dieses Spiel an. Es ist wirklich, wirklich ziemlich krass. Gehen wir weiter zur nächsten Spielszene. Und zwar diesmal zu einer Szene in dem Spiel Dead Space 2. Dead Space 2 ist berühmt für seine klaustrophobische Atmosphäre und intensiven Schockmomente. Aber nur wenige Szenen sind so beunruhigend wie die Begegnung mit der Eye-Poke Machine. Denn Isaac Clarke, der Protagonist, muss sich durch die von Necromorphs überrannte Raumstation Sprawl kämpfen. Sprawl ist dabei eher so der liebevolle Name für die Titan Station, in dem das Ganze eben stattfindet. Während er ständig von schrecklichen Halluzinationen und dem Druck des Marker-Einflusses geplagt wird.
Um weiterzukommen und den Wahnsinn zu bekämpfen, muss Isaac auf eine riskante und potenziell tödliche Prozedur zurückgreifen. Denn in einem steril aussehenden medizinischen Raum wird Isaac von einer Maschine festgehalten, die einen scharfen, dünnen Bohrer besitzt. Dieser ist darauf ausgerichtet, direkt in sein Auge einzudringen. Der Spieler muss nun die Kontrolle übernehmen und den Bohrer mit äußerster Präzision in Isaacs Auge führen. Doch was hier zu beachten ist, ein kleiner Fehler kann hier fatale Folgen haben. Dabei wird die ganze Sequenz in einer beklemmenden Nahaufnahme dargestellt, wodurch die Angst und das Unbehagen verstärkt werden. Der Moment, in dem der Bohrer das Auge berührt und durchdringt, ist einer der unvergesslichsten und eben auch grauenvollsten Momente der gesamten Serie. Auch wenn es da so einige Momente gibt, die ziemlich heftig sind. Die iPook-Machine-Szene in Dead Space 2 bleibt im Gedächtnis, nicht nur wegen ihrer grafischen Darstellung, sondern auch wegen der psychologischen Wirkung. Denn sie zwingt den Spieler, aktiv an einem Akt teilzunehmen, der tief in unseren natürlichen Ängsten verwurzelt ist und verkörpert die verzweifelte und gefährliche Situation, in der sich Isaac befindet. Wer Dead Space bereits gespielt hat, weiß, dass es da so einige krasse Sachen gibt, aber diese Szene ist wirklich herausstechend. Machen wir weiter mit einer nächsten unvergesslichen Szene. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Und zwar mit einem krassen Moment aus dem Spiel The Witcher 3. Und zwar der Fall des blutigen Barons. Ich denke, wer The Witcher 3 gespielt hat, weiß genau, von welcher Szene ich spreche. Oder eher von welcher Questreihe. Aber alles der Reihe nach. In The Witcher 3 Wild Hunt gibt es eine Questreihe, die sich um einen Charakter namens Philip Stranger, besser bekannt als der blutige Baron, dreht. Dieser Mann ist ein ehemaliger temerischer Ritter, der seinen Titel und sein Ansehen verloren hat und nun ein brutaler Despot geworden ist. Er führt ein tyrannisches Regime über sein Land und wird von vielen gefürchtet. Die Questreihe, die mit dem blutigen Baron verbunden ist, führt den Spieler dabei in eine Geschichte, die von häuslicher Gewalt, Alkoholismus, Verzweiflung und tragischen Entscheidungen geprägt ist. Der Spieler trifft dabei auf den Baron, nachdem dessen Tochter, die von Dämonen entführt wurde, gerettet wurde. Doch das ist erst der Anfang einer viel komplexeren Geschichte. Denn der Spielmoment, der als besonders heftig empfunden wird, tritt auf, wenn der Spieler die Hintergründe und Geheimnisse des blutigen Barons aufdeckt. Es stellt sich nämlich heraus, dass er seine Frau eigentlich missbraucht hat und sie sich anschließend das Leben nahm. Diese Enthüllung ist einfach verstörend und sie zeigt die dunkle und tragische Seite des Barons. Dabei wird der Spieler gezwungen, moralische Entscheidungen zu treffen, die das Schicksal des Barons und seiner Familie beeinflussen. Dieser Spielmoment ist einfach so heftig, weil er den Spieler mit den Konsequenzen häuslicher Gewalt und der zerstörerischen Auswirkung von Alkoholismus konfrontiert. Es ist ein moralisches Dilemma, das den Spieler zwingt, über seine Entscheidung nachzudenken und die komplexen moralischen Aspekte der Geschichte zu erforschen. Und bei weiteren Untersuchungen über das Verschwinden von Anna und ihrer Tochter Tamara entdeckt der Hexer Geralt, dass Anna ein ungeborenes Baby verloren hat. Doch wegen des traumatischen Zustands der Familie wurde das totgeborene Kind einfach im Hof vergraben. Und das natürlich ohne angemessene Bestattungsriten. Und aufgrund dieser Vernachlässigung wurde es zu einem sogenannten Botchling, ein nachtblinden Monster, das sich von blutschwangerer Frauen ernährt. Das Krasse ist dabei, jetzt können wir uns überlegen, ob wir gegen das Monster kämpfen oder es eben verwandeln in einen lieben Geist. Wenn man dabei den Weg des Friedens wählt, führen Geralt und der Baron eine Ritualzeremonie durch, bei dem der Baron das Monster auf den Namen Dea tauft und es dann an einen sicheren Ort bringt, um es richtig zu beerdigen. Dieser Moment ist besonders heftig, weil es die Auswirkung von Trauma, Vernachlässigung und verpasster Trauer aufzeigt. Denn das Schicksal des Botchlings ist ein dunkler Spiegel für die gebrochenen Beziehungen und die Tragödien innerhalb der Familie. Denn das Monster, obwohl sehr grotesk, weckt auch Mitleid, da es lediglich ein unschuldiges Opfer der Umstände ist.
Und dieses gesamte Ereignis ist ein starkes Beispiel für die Art und Weise, wie The Witcher 3 die Grenzen zwischen Gut und Böse oder Monster und Mensch verschwimmen lässt. Gut, Freunde, und mit diesen letzten Worten endet das Video auch schon. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Was sind eure krassesten Momente in Spielen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Natürlich teilt nicht jeder die gleiche Meinung, aber es wäre doch mal ganz interessant, welche Momente euch wirklich verzweifeln lassen haben oder einfach traurig gemacht haben. Wie gesagt, Freunde, bis zum nächsten Video. Schreibt alles gerne in die Kommentare und damit verabschiede ich mich auch schon. Bis zum nächsten Mal.